ist dann auch wieder Hilfe. Spielstand gespeichert. So, dann könnte man die da rüber schmeißen. Fürs erste können wir jetzt die mal rüber schmeißen. Dann könnte man hier nochmal. Die Feuerwehr muss jetzt auch schon wieder ausbilden. Ich hoffe mal, es brennt jetzt hier nichts. Das passt ja eigentlich alles. Hier so. Hier so. Wie das geglitzert hat beim Zusammenbrechen. Noch ein Bauernhäuser haben, die wo wir hinterziehen können. Vielleicht soll ich das auch offscreen machen. Aber einerseits, es gehört ja alles dazu zum Spielen, ne? Und wir verdienen derzeit uns eine goldene Nase. So, es läuft alles, wir haben genug Arbeiter, alles ist an Werkeln und mir Geld reinbringen. Oh ja, ich sollte ja den Typen noch 30 Tonnen Ziegel bringen. Was ich natürlich dem locker bringen kann. Bei 175 Tonnen. Nee. Ah, können wir die noch alle da hochziehen? Ah, es ist genau eins zu wenig, ne? Ach, komm schon. Muss auch mal sein, eine kleine Folge zum Rumbasteln. Wo ist mein Schiff eigentlich? Da unten in der Mitte. Komm mal heim, du musst dir einen Auftrag für mich machen. Kann ich hier zwei Achter rein? Ich glaube, ich kann sogar in die Mitte dann noch was setzen. Oh, sagen wir nicht, das reicht genau um. Um in der Mitte dann noch was zu setzen. Geil. Es ist zwar leicht versetzt. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Sehr gut, Mann. Sehr, sehr gut. Und hier ist ja wohl mal die Hölle los. Aufstieg. Okay, Arbeiter taugt's noch. Ach fuck, der Dreck mit dem. Jetzt müssen wir trotzdem nochmal kurz. Ist das Schiff schon wieder da? Nee. Zum so einem Gefängnisfuzzi hochschauen. Ist mein Gefängnis. Inspektor, Narr, Schlachter, Fischer. Warte mal, wo war denn das Goldene Königreich hier? Wenn du etwas suchst, kann ich dir helfen, es zu finden. Der hat auch nichts Besseres.
Wenn es bei Ihnen üblich ist, Gäste zu empfangen, wäre es eine Ehre für mich, diesem Brauch nachzukommen. Helfen Sie mir, die Last des Kaiserhauses zu stemmen? Heimweh zu mildern, aber ich fürchte, die stürmischen Winde könnten sie vom Kurs abgebracht haben. Ich schwebe wie auf Wolken. Ja, ja, das ist ja in Ordnung. Ich will bloß wissen, wo. Gespeichert. Ach da, okay. Ey, da komme ich dann sogar vorbei. Hä? Das kann ich lassen. Warn, zack. 30 Tonnen. Ach ne, da komme ich nicht wirklich vorbei, aber ich kann hierher fahren. Ruhen Sie sich aus. Wie heißt das Ding? Seepferd? Wenn ich noch länger warten muss. Es ist das Seepferd. Seepferd. Uns fehlt halt immer noch ein fucking Handwerker, ey. Wie wär's mit einem Kaffee? Sie spielen schon seit 2 Stunden. Den mag ich. Ein Kaffee ist immer gut. Aber ich trinke lieber normal was. Ich habe 4 Folgen aufgenommen. Fuck. Ich wollte jede Folge eigentlich auf 25 Minuten trennen. Und ja. Irgendwie ist jede Folge 30 Minuten. Sind Sie soweit? Jo. Paladrio, das macht mich froh. Alles klar? Hast du irgendwas? Ich stehe zur Verfügung, falls Sie jemals eine helfende, wenn auch lang. Warte mal, wo war der hier Wrack? Hier. Ist halt bloß ein paar Meter weiter. So. Nächste Umstrukturierung steht an. Wir müssen halt immer noch darauf warten, dass man einen Dings da Fuzzi bekommen. Was haben die eigentlich irgendwas? Zufriedenheit? Bier? Oh! Oh! Hopfen? War das für das eigentlich auch Hopfen? Ne, das war Kartoffel. Ach du Scheiße, das müssen wir ja auch noch machen. Oha! Hopfen anbauen. Das machen wir dann da oben irgendwo. Aber warte mal, da will ich Getreide anbauen. Lass uns erstmal alles ein bisschen umsiedeln. Ja, genau da unten will ich dann nämlich. Das Schiff ist schon drin, oder? Ja, ist es. Hey Xingi, da! Auf geht's! Attraktivität fehlt halt und genau das will ich in Angriff nehmen. Das Bauerndorf können wir nach oben noch versetzen. Später oder erweitern, sagen wir mal so. Jetzt müssen wir mal schauen. Wie könnte man das am besten strukturieren, damit es ein bisschen nach was ausschaut? Wir haben halt jetzt hier die Feuerwehr. Die könnten wir mal da unten hinsetzen. Kündet das Rascheln der Blätter von ihrem Erfolg? Wie süßer Regen nach langer Dürre. Finde ich gut. Bin sehr zufrieden, meine Freundin. Wo fährt ihr jetzt eigentlich hin? Alter, was ist denn das? Ist das ein Hafen mit Kanonen?
Hast du jetzt schon wieder neue Sachen, Penner? Sie sind eine geradezu vielschichtige Persönlichkeit. Stricker, Destilleur, Baumchirurg. Stand gespeichert. Und zwar würde ich gern, damit es ein bisschen geiler ausschaut, wenn wir jetzt hier auf der Höhe bleiben würden, dann müssen wir das hier so machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wir könnten den Streifen hier in der Mitte ja eigentlich lassen, ne? So ein bisschen Abgrenzung zum... zu diesen Bauern. Also wirklich, wer will denn zu diesen Bauern? Nix Schmarre. Aber dann könnten wir das hier lassen. Jetzt ist die Frage, wie würde das ausschauen? Das müssen wir mal testen irgendwo. Wenn wir jetzt... sagen wir mal, wir machen hier. 1, 2, 3, jetzt wäre ein Haus, 3 wäre ein Haus. So, dann wäre das, wenn wir ein Häuschen so machen würden. So. Dann müssen wir was in der Mitte auslassen, ne? Nee, müssten wir nicht. Einfach so. So in der Richtung könnte man das machen. Mit Achterhäuschen. 1, 2, 3, 1, 2, 3, genau. Dann hätten wir 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 2. Das dann weg. Das müssen wir dann setzen ungefähr. Ja gut, die können wir ja einfach mal wegnehmen. Machen wir immer 6er. Ah ne, das wird. Ah ne, warte, warte, warte. Ich muss das dann so machen. Gehen wir mal 6er oder machen wir 8er Kiste? Nein, wir müssen 8er machen, sonst wird es ja nicht gehen. Weil man braucht ja, man hat immer 2 Reihen. Das heißt, das wäre dann hier so. Und würde dann hier geradeaus rüber gehen. Dann müsste man wirklich das Kotor versetzen. Alles ein Stück nach links. Außer... oh, da habe ich jetzt die andere Idee. Das heißt, wir machen das so, wir machen das da weg. Wir machen schon das so. Also, dann müssen wir die Straße hier, müssen wir trotzdem noch einmal versetzen. Ah, das würde nicht gehen. Das würde von den Straßen nicht gehen. Scheiße. Ja, obwohl, dann machen wir halt... machen wir es halt so. Ja, jetzt war doch mal mit deinen scheiß Straßen, Alter, wie sie schon wieder rumheulen. So. Zack, zack. Dieser Typ, der ständig labert, er will ins Puppentheater, Alter. Kann doch mal bitte jemand abknallen. Nur, oder wenigstens ein bisschen ins Gesicht schießen. Nur ein bisschen. Ich glaube, 6er schauen besser aus. Ah, was soll denn der Scheiß jetzt? Oder? Oder machen wir 8? Wir müssen eh die Kirche mal um 1 versetzen. Komm, wir machen 8, sonst wird es mir irgendwie verschwendet vorkommen. Genau so.
Gegenstand gespeichert. So, dann packen wir euch daher. Genau, dann hätten wir das hier in der Mitte. Dann müsste ich das Kotor nicht mal versetzen. Doch, müsste ich. Obwohl, nee. Passt schon. Wir hätten häufiger zusammen Tee trinken sollen. Okay. Verpiss dich, alte Nase. Machen wir unseren Marktplatz da oben. Dann setzen wir jetzt hier in die Mitte. Steinstraße. Na, fuck. Steinstraße. Die könnte man eigentlich komplett runterziehen. Polizei. Tor ist da oben. Wir brauchen ja Brauerei. Trotzdem im Wirtshaus. Ah, okay, weil das, ja genau, passt schon, Wirtshaus. Dann versetzen wir aber die Kirche. Das Kotor da ist ja komplett für den Arsch, ne, eigentlich. Die Kirche setzen wir um 1 runter? Ne, jetzt habe ich so um 2 runter gesetzt. Ja doch, das machen wir so. Genau, das machen wir so. Wobei die Kirche jetzt nicht mehr zentral ist, ne? Ah doch, das geht aber bis da hoch. Das ist ja geil. Wobei ich glaube, die Schule ist genauso. Sicher, aber es wird schon gehen. Das reißen wir mal komplett weg. Dann könnten wir jetzt dann hier bitte. Wie sie sich auflösen. Klar, warum nicht von der Straße gehen, damit sie sich auch auflösen können. Aber jetzt haben wir es doch langsam. Rüber, dann können wir hier noch die Straße setzen. Dann hätten wir jetzt hier die Mitte. Ach, scheiße, eigentlich wollte ich bloß. Obwohl, das können wir dann immer noch machen. Könnte man ja eigentlich so machen. Genau, machen wir immer das mittlere weg. Die Waffenruhe wurde beendet.
Eine Haulampe. Okay. Ja, die sollen noch machen oder was. Ah, okay, da passt nur eins dazwischen. Nicht allzu viele Änderungen, hoffe ich. Stiefelpolitur schmeckt gar nicht so schlecht, wie ich dachte. Ach, Schnauze. Kompromissloser Journalismus. Gebratene Enten fliegen einem selten in den Mund. Doch bei ihnen ist alles möglich. Jetzt habe ich hier auch schön einen Stein oder so. Da können wir dann in der Mitte die Deko setzen, weil da wollte ich nämlich auf jeden Fall noch was machen. Was müssen wir dann bloß? Dann setzen wir mal dann auf. Hoch die Tassen. Hoch die Tassen, runterrassen. Was weiß ich bloß. Ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade sage. Na, lass mich doch alles. Oh, ich habe ja da schon ein Wirtshaus. Scheiße. Fuck. Das ist nicht so schön. Und zack. Und zack. Da müssen wir jetzt dann erstmal umbauen. So, dann brauchen wir jetzt hier wieder 8. Lassen. Eieieiei, das artet ja voll in Arbeit aus, Mann. Aber das war mir von vornherein klar. Also gut, das war's jetzt dann mit dieser Folge. Ich unterbreche die jetzt und mach mal das Umstellen alleine weiter. Und ihr seht dann umgebautes. Eine umgebaute Insel. Also, bis gleich. Oder bis zur nächsten Folge.